Mein Name ist Christiane Schimmel, ich bin Katzenspezialistin. Ich wohne mit meinem Mann und meiner Tochter und meinen Katzen zwischen Dachau und München in einem Haus. Ich habe Beate vor vielen Jahren kennengelernt, als ich den Basiskurs zur Tierkommunikation gemacht habe. Bin danach immer mit ihr verbunden gewesen, habe die Tierkommunikation immer etwas weiter geübt und trainiert in ihren Foren. Es hat aber alles ein wenig geruht, weil ich noch andere Ausbildungen gemacht hatte. Und dann kam bei mir plötzlich der Impuls, dass ich die Tierkommunikation jetzt nochmal in einer ganzen Ausbildung erlernen möchte. Und das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Die Ausbildung beinhaltet so viel an Persönlichkeitsarbeit. Es geht nicht nur um das Sprechen mit den Tieren allein, obwohl das natürlich ganz wunderbar ist, aber auch um ganz viel Arbeit an einem selber, um Überwindung von Grenzen, von den eigenen Zweifeln. Und mir hat es auch unglaublich viel in meiner Selbstständigkeit gebracht. Ich bin hauptberuflich selbstständig. Ich habe mich Dinge getraut, die ich mich sonst einfach nicht getraut hätte. Vieles kam in Aufstellungen zum Beispiel zum Vorschein. Und wenn du überlegst, eine Ausbildung in der Tierkommunikation zu machen, kann ich der Beate Seebauer nur wärmstens empfehlen. Die Wochenenden sind immer wie im Flug vergangen. Ich habe das vor Ort bei ihr gemacht. Ich bereue das auch überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher ein Mensch, der lieber von daheim aus die Sachen macht. Aber in dem Fall war das für mich die richtige Entscheidung. Ich bin einfach komplett draußen gewesen von dem Alltagstrott, konnte am Abend dann nochmal alles sacken lassen und drüber nachdenken über einiges. Und habe einfach ganz viel auch über mich selber gelernt und kann das wirklich nur jedem raten zu machen. Selbst wenn man nicht vorhat, hauptberuflich selbstständig zu werden oder auch überhaupt selbstständig zu werden, hilft es einem auf jeden Fall in allen Bereichen vom Leben, mit allen Dingen vielleicht ein bisschen leichter umzugehen, ein paar Dinge aus einer anderen Perspektive sich mal anzugucken. Und es ist einfach ganz wunderbar, wenn man auch mal in sich reinhorcht und herausfindet, was da eigentlich so alles los ist. Wenn ihr die Ausbildung macht, wünsche ich euch ganz viel Freude damit. Es ist wirklich das Beste, was man machen kann.